Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir so eine Special Stage gemacht mit Coco, hier dieses Wasserlevel. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns die restlichen auch noch an und machen die aller restlichen Dinger noch später, ne? Weil es noch so fehlt. So, hier haben wir alles. Hier fehlt uns noch das Relikt. Und hier war, ja, Area 51, okay. Gehen wir mal da rein. Das ist ein Motorrad-Level, ne? Super. Viele Kisten sind da 24. Im Dunkeln. Aber es ist schön angelegt. Und da hinten ist ein UFO, glaube ich. Fahre ich ja gegen UFOs? Was? Vor allem sind dunkel. Wie soll ich denn hier bitte schon sehen, wenn hier Löcher kommen? Jetzt kommen mir die Autos auch noch entgegengefahren, die Polizeiautos. Okay, ich versuche jetzt erstmal hier. Ja, okay, das habe ich so gefahren. Also jetzt versuche jetzt hier einfach nur Erster zu werden. Jo, geil. Da sind nur 7 Plätze, sehe ich gerade. Das ist doch nicht schlecht. Was? Er fliegt einfach da drüber. Schummler. Wie kann er das wagen? Oh Mann. Ja, hier Relikt und Edelstein. So bekommt das bitten Spaß. Ich halt überhaupt brauche ich die Relikte überhaupt noch? Brauchte ich die überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Ja, da war noch, habe ich mir schon an der Absperrung gedacht. Ey. Da bin ich hier so im Weg versperren beinahe. Wow, hi, na? Warum fahren wir noch rein, wenn die Polizei anwesend ist? Macht bei den anderen auch keinen Sinn, bei den anderen. Ja, alle Kisten sammeln wird richtig nervig und das habe ich auch so noch nicht gesehen, ob man so runterfallen kann. Ja, ich schaffe ich nicht. Dabei stelle ich mir gar nicht so vor, dass ich so schlecht fahre. Aber trotzdem irgendwie muss man so perfekt fahren. Das ist doof. Hey. Schubst du mich. Das ist das Ziel schon? Ah. Ich habe noch nicht meinen ersten und zweiten Platz gesehen. Okay, ich bin ein paar Mal runtergefallen, aber trotzdem. Autsch. Normal. Area 51, ja. Das wird toll. Oh Mann, worauf ich mich da eingelassen drauf. Jetzt fahren wir schon hier gegen Aliens rennen. Wo führt uns das denn hier noch hin, Mann? Ja. So, Aliens auf Motorräder, das wird auch geil. Ne? Mal ehrlich, Aliens auf Motorräder. Ich meine, alles auf Motorräder sieht doch geil aus. Ich auf dem Motorrad, das wäre doch geil. Du, fand ich so willkürlich, das macht mich voll irre. Ich glaube, jetzt war ich ein bisschen besser, ne? Einfach mal in der Mitte, da kann ja nichts passieren. Nein, fahr doch nicht nach links, Mann. Wer so von der links abbiegt. Da hab ich ja sowieso verwandelt. Ich sammle mich da eigentlich noch. Okay, der fliegt einfach weg. Damit hätte ich vielleicht erreichen sollen. Aber das läuft gut. Der spackt jetzt nicht so auf den Straßen ab. Ich kann nicht irgendwie einschätzen, wie er fährt. Oder fliegt. Was weiß ich. Hi, na. Oh, voll episch. Und ich krieg auch noch und dein Kumpel auch.
dann hau ich den. Und deinen Freund auch. Wenigstens tun die nur entweder links oder... Danke, du Pisser. Nein! Boah! Ich hab beinahe geschafft. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ich sehe ja doch. Da! Wollte ich denen gerade nur sagen, die tun zum Glück hier nur links oder rechts fahren. Dann rammt er mich doch voll im Weg. Boah. Schon wieder eins dieser Rennen, die ich perfekt machen muss. Und dann sonst keine Chance habe. Nein! Ah, verdammt. Ja, und dann geht er wieder nach oben fliegen, weil sein Planet ihn braucht. Und er auch. Jetzt geht mein Planet braucht mich. Wir sind ja mit dem Koch aus Tales of Symphonia verwandt. Oder Epic Santa. Ja, der kommt auch außen. Okay, wahrscheinlich haben die Leute hier keine Ahnung, von was ich rede, weil nicht meine anderen Projekte geguckt haben. Also müsst ihr euch alle meine anderen Projekte auch angucken, um zu gucken, wo ihr statt habt. Ne? Macht doch Sinn. Eine andere logische Erklärung gibt es doch nicht. So, jetzt aber, ich fühle es in meinen Knochen. Vielleicht kriege ich jetzt mal alle Kisten. Ich habe ja vorhin beinahe alle Kisten gehabt. Weg da. Da. Das ist ja nicht immer verpasst, glaube ich, bis jetzt. Ja, okay. Ist sowieso egal. Mann. Nein, 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 nein. Oh, kann ich schon vergessen. Ich darf ja keinen Fehler machen, glaube ich. Dieser Doofe. Ja, wie bei den Relikt-Challenges. Da muss ich auch gar keinen Fehler machen, um das irgendwie schaffen zu können. So, und jetzt nicht nach links. Man hat mich einfach so nach links. Okay. Jede Rampe lieber mitnehmen. Ich glaube, jede muss ich benutzen, sonst fahre ich irgendwo runter. Vorsichtig. Back bitte nicht so auf die ganze Zeit. Aber knapp. Und Burnout-mäßig hier die Polizei gestreift. Ich finde das so geil. Ist das da ein fliegendes Bandicoot? So, jetzt bitte nicht wieder abspacken. Ja, du hast mich da jetzt darunter gedrängt, oder? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube schon. Nein! Ich dachte, ich würde da vorbeikommen. Ich konnte die Kurve dann immer kriegen, Mann. Boah. Dreck. Boah. Ja, mal überfahr den doch. Ich komme nie weiter als bis zum dritten Platz. Da gibt's doch nicht. Schon wieder 19. Ich habe bestimmt genau die gleichen verfehlt wie beim letzten Mal. Da könnte ich eigentlich auch offscreen machen, ne? So, okay. Da bin ich aber hier trotzdem etwas Erfolg versuchen möchte. Gucken wir mal woanders. Hier, hier war doch irgendwas. Rings of Power. Ist das ein Fluglevel oder was? Weil ja, da könnte ich auch theoretisch offscreen machen. Weil ich mache mir jetzt auf jeden Fall offscreen. Dingens hier. Alle Kisten sammeln. Ballert nochmal. Ah, nein. Ohne Rennen, das ich hier machen muss. Ja, das stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Aber alle Kisten sammeln, das wird schwer. Da brauche ich noch eine Kiste vermasseln, ne? Und dann wird es wahrscheinlich liegen. Habe ich gerade so an Spyro. Im ersten Teil, wo man Autos zu ringen und mal fliegen musste. Boah, ja, ist klar. Er trifft mich einmal und...
Warum mache ich die Dinger jetzt eigentlich mal alle kaputt? Ich habe einen verpasst, glaube ich. Warum, ich habe jetzt schon die Hälfte der Ringe, ne? Und waren sogar die zwei, die mir gefehlt haben, ne? Verdammt. Ah, okay, wenn ich mit vier da durchfliege, kommt so ein Boost. Okay, cool. Nein, ich bin Zweiter. Und ich bin tot. Mann! Okay, dann kann ich wenigstens noch Kisten alle kriegen. Okay, mit dem Boost erinnert mich das jetzt so oder so an Spando. Meine Güte, was kann ich denn jetzt hier auf einmal für einen Boost? Leck mich. Voll Max-Geschwindigkeit hier. So. Also schafft, lässt sich das doch machen. Haha, sehr schön. Dich kriege ich auch noch. Warte, dich kriege ich. Vorhin war ich nur Dritter. An dieser Stelle. Jetzt bin ich schon Erster. Leck mich. Vielleicht darf ich keinen einzigen Ringe verpassen, ne? Aber das freue ich mich jetzt nicht so zu. Nur die Nitro-Kiste haben, wenn wir da treffen. War knapp. Sehr schön. Wenigstens eine Level geschafft. Ja, sollen wir da auch mal mit dem Motorrad versuchen? Ja, ne? Komm. Komm schon. Come on, move it. Hier könnte ich auch ein Relikt vielleicht schaffen. Ja, okay, ist gut. Ich habe mir gerade beim Ding ist gefehlt, du brauchst nicht tanzen. So, uns fehlen noch 7 Stück. Cool. Jetzt würde ich gerne das noch schaffen, wenn es geht. Ist ja auch nicht so schwer. Eigentlich. Ich darf nur keinen Fehler machen. Super. Ja, wenn ich einen Fehler mache, ist schon vorbei, habe ich das Gefühl. Boah. Da, ich beinahe getroffen. Hab's genau gesehen, Mann. So. Nein. Diese Kackdinger. Kann ich schon vergessen eigentlich. Also ich mir mal ein paar bessere Scheinwerfer irgendwie besorgen, Crash. Wo irgendwie 10 Meter lang sehen kannst, was vor dir auftaucht. Für genau solche Situationen. Ich habe schon die Kiste wieder vermasselt. Also wie Aliens nicht mit einer Bazooka abschießen, hat vielleicht bestimmt einen geilen Eindruck auf unserem Planeten. Oder? Aus dem Weg! Das ist ein Loch, Mann! So, das ist der dritte schon wieder. Ich würde mal gerne den ersten Platz sehen, den habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Das ist schon auch voller Prüfung. So. Do. Ich weiß, meine Bazooka raus und schießt dir gegen das Gesicht. Dann ist der zweitplatzierte. Den würde ich auch mal gerne einholen. Und dann den Erstplatzierten. Da möchte ich durchs Ziel fahren. Das war das, was ich letztes Mal hier vermachen will. Habe! Oh! Mann! Oh! Ich hatte echt eine Hoffnung, dass ich das schaffen würde, aber nein! Oh! Diese Kurve ist auch immer behämmert. Ja, mit den Kissen schaffe ich sowieso nicht. Aber ich dachte, dieses Mal würde ich jetzt echt schaffen. Guck das dann an!
Ich habe noch nicht mal bis zum zweiten Platz. Ich habe zwei Kisten verwirrt, wenn ich mich auf den Arm nehmen. Dreck. Weil wenn ich nicht einfach so von da aus wieder anfangen kann, ich muss immer hier erst in den Warpunkt rein, dann nochmal reinspringen und so. Bin ich voll doof. Das ist doof. Und die Level muss ich auch machen. Ich muss ja alle Edelsteine bekommen. Na klar. Oh, immer knapp an den Edelstein ran. Also den, wo man alle Kisten braucht. Normalen Edelstein, ihr wisst schon. So, diesmal wusste ich genau, wo das Ding war. Nein. So, upsala. War knapp. Nein, Mann. Oh. Das Ding ich habe ich. So. So, den habe ich auch schon mal verfehlt, wo ich ihn getroffen habe. Nein, Mann. Oh. Ich glaube, ich hole mir alle Kisten wenigstens. Versuche es jedenfalls. Ich habe doch neben den 12 Kisten ja noch zu kriegen. Warum ist denn das hier so schwer, Mann? Ehrlich. Warum hat diese Motorrad-Level so unnötig schwer gemacht? Ja, schon dann runter müssen. Boah. Na gut. Jetzt habe ich hier noch alle Kisten gekriegt, genau. Ich sehe mich irgendwie nicht, wie ich die treffe, aber okay. Boah, der hat mir jetzt schon beinahe wieder vermasselt, danke. So, aber ich weiß nicht, alle Kisten. Nein, was? Wo ich denn eine verpasst, Mann? Ah. Dreck verfluchter. So, wie bin ich Dritter geworden? Ich habe nur Scheiße gebaut. Ey. Na gut. Ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier. Wir haben einen Edelstein bekommen. Oh Gott. Weil ich diese eine Luftlevel hier werde ich wahrscheinlich offscreen machen, um die Edelsteine zu bekommen. Um die Kisten zu bekommen und den Edelstein. Immer noch 7. Die Motorrad-Level werde ich wahrscheinlich auch mit den Kisten offscreen machen. Vielleicht werde ich auch so den normalen Edelstein holen, dann sind das noch 3. Dann fehlen noch 4. 4. Weiß ich nicht. Egal. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow! Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.